So, liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einem weiteren Part Ultimate Team. Und ja, ihr seht es an meinen Münzen, ich habe jemanden ersteigert. Tatsächlich habe ich Iron Robben für 216.000 ersteigern können. Das ist wirklich eine gute Summe. Ich hatte mir vorläufig noch eine Modifikation geholt, habe ich mir gedacht, ja, vielleicht kriegst du ja auch einen für eine andere Formation ein bisschen billiger. So ist es jetzt. So gelaufen, finde ich ganz gut. Die Modifikation speichere ich mir einfach mal im Verein jetzt erstmal ab. Und ja, kann sie dann vielleicht noch irgendwann mal andersweitig nutzen. Und ja, die Frage ist, was mache ich jetzt mit Robben? Ist ja klar, den baue ich jetzt erstmal ins Team ein. Aber da stellt sich jetzt die Frage, was mit Müller gemacht wird, ne? Was machen wir mit Thomas Müller? So, Robben, ja, Shaqiri wird erstmal gehen. Den speichern wir einfach mal im Verein ab. Und ich weiß echt nicht, was wir jetzt machen. Auf jeden Fall, Robben kommt natürlich jetzt auch erstmal direkt in die Startaufstellung. Das ist ja auch ganz, ganz klar. Aber ich bin echt total unschlüssig. Wie gesagt, das könnt ihr ja entscheiden. Aber auf jeden Fall, jetzt haben wir erstmal Robben hier im Team. Das ist doch erstmal eine geile, geile Sache. Natürlich hat er jetzt hier keine Verbindung zu Özil und Khedira. Ich glaube, das... Ach, nee. Moment mal. Wenn wir das Ganze so machen, ja. Okay, sie bekommen doch noch einen Neuner. Weil, das ist gut, weil Robben und... weil Robben, Lahm, Gomez alle beim FC Bayern spielen. Deswegen kommen die so auf eine Neuner-Chemie doch. Fafan Müller, wenn wir das jetzt mal vergleichen, das hatten wir schon mal ganz kurz in einem Part. Ah, doch, Müller auf die Bank. Boah, so viele Dortmunder auf der... Ey, das ist übertrieben, Alter. Ich bin ja auch mal gespannt, ob Messi und Ronaldo jetzt mal wieder in Team der Woche landen, weil Messi ja 4-mal zugeschlagen, Ronaldo 3-mal, also... Das läuft schon nicht schlecht bei denen. Und ja, ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, so ein bisschen zur Abwechslung, ich zeichne ja die Parts so ein bisschen hintereinander auf, habe ich einfach mal Lust, ja, kein Einzelspieler, von dir wollte ich garantiert nicht spielen, habe ich einfach mal Lust, jetzt hier so ein Online-Turnier zu starten und den Transfer-Window-Cup zu zocken. Und da habe ich mir gedacht, da spiele ich einfach mal wieder mit meiner Bronzemannschaft. Habe ich richtig Lust zu bekommen, weil, ja, ich will euch einfach noch mal präsentieren. Ihr habt sie ja lang nicht mehr gesehen. Und da habe ich so, ja, so kleine Änderungen vorgenommen. Nur eine 99er Chemie, aber hier diesen Tierno Bar, auf der ist einfach unverzichtbar. Der hat nämlich sehr, sehr gute Werte für einen Bronzespieler. Eine Modifikation hätte ich mir dafür jetzt sicherlich nicht holen, aber das Team, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir werden jetzt auch mal immer schön diesen Cup zocken. Und mal sehen, was dabei rumkommt. Wir spielen jetzt gegen keine Ahnung wen. Ich nehme schon meine Bimbo-Trikots. Werde wahrscheinlich jetzt auch im Silberteam treffen. Aber. Ja, auch. Ich treffe auch im Bronze-Team, okay? Das ist eine komplette Käseroller-Mannschaft. Ist wahrscheinlich ein bisschen auf Pace ausgerechnet. Ist auch ihr die größte Bestandteil. Also die rechte komplette Flanke ist von PEC Zwolle. Und mal sehen, ob er da jetzt auf Pace aus ist oder... Also Bronze-Teams sind ja generell auf Pace ausgerichtet. Es gibt wirklich sehr, sehr, sehr wenige Bronze-Spieler, die auch 4-Sterne-Tricks haben. Das sind ja meistens halt auch Brasilianer, aber so Bronze-Teams sind generell eher auf Pace ausgerichtet. Das ist bei meinem Team nicht anders. Mal gucken, was wir hier reißen können. Ich zocke so ein bisschen aus Fahren, einfach mal wieder, um Ultimate Team jetzt mal wieder richtig reinzukommen. Weil ich möchte jetzt auch bald wieder in den Liga-Modus eingreifen, vielleicht auch mal zwischendurch, so wie hier, nochmal ein Turnier zocken, aber das ist eher so zum Reinkommen, auch ein bisschen Spannung für euch, also, ja, was heißt Spannung, einfach ein bisschen Unterhaltung für euch, hier mal mit dem Bronze-Team, ein bisschen rumzunuben, vielleicht ergreifen wir hier mal die Lücke, nein, leider nicht, aber der Ball ist noch da, jetzt haben wir mal hier ein bisschen Platz auf der Seite, machen wir mal so und dann spielen wir hier den Steilpass, natürlich klasse, durch auf Salem und der kann man abschließen und dann kriegen wir den Abpraller und dann Nebenstor, ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Der muss rein. Schade drum, dass er nicht reingegangen ist. Naja, was soll's.
Transfer Window Cup. Ich denke mal, wenn der geschlossen ist, dann werden auch die ganzen Transfers vollzogen. So wie Holtby zu Tottenham, Bastos zu Schalke. Das freut mich auch, dass Bastos in die Bundesliga kommt. Nicht nur, weil es für Ultimate Team auch gut ist, weil er hat, glaube ich, eine Bewertung von 82 und 4 Sterne. 4 Sterne-Skiller ist er. Und gerade im linken Mittelfeld ist ja die Bundesliga jetzt nicht so besetzt, was das Bezahlbare angeht. Ribéry, wie gesagt, 500.000 musst du dafür hinlegen, um den zu bekommen. Und jetzt zieht er jemand drauf, ohne Erfolg. Sonst hast du nur Schürrle, Elia. Ja, und dann, wenn so was wirklich noch so im Bezahlbaren ist, ja, wenn man das Geld hat, ist halt Marco Reus in Form. Aber wenn wir jetzt so von den kleinen Beträgen ausgehen, ach, was ich da jetzt gespielt habe, auch großer Mist, dann ist Bastos halt wirklich gut für die Bundesliga und halt, wenn man ein gutes Team haben will, wo man auch tricksen kann, dann ist Bastos sicherlich kein schlechter. So, ich laber hier viel, aber möchte euch auch ein bisschen Unterhaltung bieten mit diesem Team, was nicht so ganz einfach ist. Wenn wir mal uns den Gegner so ein bisschen, ja, ein bisschen unter die Lupe nehmen, sehen wir natürlich, dass er auf jeden Fall zu schlagen ist. Nur mir fehlt es gerade so ein bisschen an, ja, fußballerischem Können. Das wäre jetzt mal gut gespielt. Jetzt mal, bringen wir mal die direkte Flanke, aber die kommt nicht. Ne, brechen ab. Ziehen wir mal vorbei. Ist immer so leicht gesagt. Bringen wir mal die Flanke, die hoffentlich ankommt. Verlängern wir mal. Ja, aber da muss auch mein Stürmer mal hingehen. Der zieht dann irgendwie so halbherzig ab und dann ist die Chance auch vertan. Schade. Das hätte durchaus ein Treffer sein können. So, jetzt mal öffnet er wieder das Spiel über Piqué. Der heißt Piqué. Ja, aber die kann man beide sehr gut unterscheiden, weil der eine schwarz ist. Wie dieser holländische Käsefurz. Und dann macht das aus dem spitzen Winkel und der geht mal getrost drüber vom Benson. Otaibi hätte da wohl keine Chance mehr gehabt, wenn er den Nachschuss da aufs Tor gebracht hätte. Bei Hebri mal ein Doppelpass, der gelingt nicht. Das ist einfach schlecht gespielt. Aber das war jetzt auch schlecht. Das können wir mal hier. Das ist doch kein Abseits, oder? Es ist doch Abseits. Schade. Ärgert mich so ein bisschen. Boah, den Pass, den spielt er aber wirklich direkt in meine Füße. Ah, auch der Pass war ganz kläglich. Es ist im Moment so ein bisschen, ja, jetzt sind jetzt keine Torchancen da. Ihr merkt auch an meiner Spielart, das ist jetzt, ja, wie gesagt, ich muss erstmal wieder reinkommen. Und die Pässe von mir sind einfach richtig schlecht gesetzt, viele. Und ich, wie gesagt, ich würde mich nicht wundern, wenn es hier schon im Achtelfinale rausgehen würde aus dem Turnier. Aber auch er macht es nicht wirklich besser, das muss ich auch mal sagen. So, jetzt können wir mal hier den Steilpass spielen auf Alfarei. Der ist nicht der schnellste, aber der kann mal abschließen. Aber da wäre vielleicht so ein angeschnittener Schuss besser gewesen mit RB und B. Aber hier holt den Torhüter sehr weit raus, aber den kann er tatsächlich noch parieren. Gibt's doch gar nicht. Bach bringt die Ecke nochmal rein. Jetzt sind wir wieder dran und ein Volley-Schuss seitfalls hier, wie man es nehmen will. Das hätte es durchaus sein können. Über Standards geht immer was bei FIFA. Wenn das Pässchen hier ist die Seite auf und dann ist es nicht das Tor. Also das ist doch nicht mehr zu fassen, Leute. Der geht da an den linken Innenpfosten und springt dann raus. Das kann nicht sein. Mann, also 1-0 jetzt so letzten 5 bis 10 Minuten, das wäre schon verdient. Aber ich nutze meine Chancen einfach nicht. Auch ein bisschen Pech sicherlich dabei. Machen wir hier mal breit das Spiel. Al-Mubarak kann jetzt mal eine Flanke bringen. Die dürfte aber zu nah sein, ja. Und Van der Hart. Jo, Van der Hart. Eine Mischung aus Edwin Van der Sau und Joe Hart. Das gibt Edwin Van der Hart. Wunderbar. Oder Joe Van der Hart. Aber wie auch immer heißen mag. Das war jetzt ganz schlecht. Lukasen erobert sich hier den Ball. Aber das ist eigentlich ein fairer Zweikampf, aber der Schiri sagt, nee, nix ist. Ich pfeife hier mal zum Freistoß. Und der ist bei Al-Otaibi und jetzt probieren wir hier den Ball
einfach mal lang in die Mitte zu schlagen. Und dann ist es dieser schöne Fehler, den er nicht nutzen kann. Und ich hätte mich hier, glaube ich, fast wieder aufgeregt. Diese Scheiße fuckt einen so ab bei FIFA, das ist unglaublich. Es gibt Freistoß für mich. Führen mal kurz aus. Lassen wir mal durch. Und ziehen einfach mal ab den... Du Heiliger, also... Ey, Bronzespieler und Fernschüsse. Das hat nicht so viel Sinn. Ja, die erste Halbzeit ist jetzt gleich durch. 0:0, also es hätte auf beiden Seiten schon durchaus ein Treffer fallen können. Und vielleicht fällt er ja jetzt auch noch. Warten wir es mal ab. Der setzt sich hier durch, irgendwie dieser Holländer. Aber auch das können wir bereinigen. Probieren wir es mal kurz zu spielen. Jetzt habe ich immer die Lücke. Bashar jetzt aber muss auch mal das Tempo mitnehmen. Den Ball kann er nicht erobern. Schade. Also probiert schnell durchzukommen. Das hat leider nicht geklappt. Mal den Pass. Nehmen wir hier im Mittelfeld noch einen mit. Aber immer wieder dann so ein holländischer Käsefuß dazwischen. Das war jetzt auch wieder sensationell gut gespielt von mir. Also es, ja, es stockt so ein bisschen. Es ist eine komische Partie. Es steht 0:0. Hier wird so wahrscheinlich irgend so ein dusseliges Tor entscheiden, nehme ich mal an. Das würde mich nicht wundern, wenn so ein Tor fallen würde, wie da gerade eben fast gefallen mir, als ich mit heute abstoßen will. Der Ball fällt einfach hin und dann steht es 1:0. Das kann durchaus passieren. Aber jetzt erstmal Tierno Bar hier, dann Barsha. Dann wird da weggeblockt. Probieren wir mal hier da auf die Außen zu spielen. Dann können wir mal die Flanke reinschlagen, aber das gelingt nicht, weil wieder irgend so ein Schwarzfuß aus der Käseabteilung der Niederlande was da am Klären ist. Gehen wir mal zurück, ganz sicher, ganz cool. Alotaibi auf Valbi. Die alle für Namen haben, ey. Das ist echt schon komisch. So, lassen wir mal durch. Oh Gott, und dann kriegen wir nicht den Ball. Da hat der aber auch schon abgeschaltet. Hat wohl was mit ganz anderem gerechnet. So, lassen wir mal hier. Spielen wir in die Mitte rein. Kann man ja machen. Ist ein bisschen Freiraum da. Ja, der Ballverlust, der war absolut unnötig. Das dürfte ein Kopfball für mich sein. Jawohl, sieht's aus. Und auch, ich weiß nicht, Alter, das ist ein Geplänkel der ganz ekelhaften Sorte. Das ist stocklangweilig, das Spiel, echt. Da sind überhaupt keine Torchancen. Es gibt die Ultimate Team Spiele, da hast du Torchancen ohne Ende und es steht 0:0. Und es gibt Spiele bei Ultimate Team, da hast du überhaupt keine Torchancen und steht 0:0. Das ist einer dieser negativen Spiele, Entschuldigung, wo gar nichts geht. Tut mir auch so ein bisschen leid für euch, aber das ist eine geile Position, aber der Keeper ist da so halb auf Trab. Da, und das ist erstmal eine Möglichkeit. Jetzt muss man Salem einfach mal sein Tempo mitnehmen. Muss an Teuter vorbeigehen, das tut er auch. Und jetzt muss er einfach nur den Ball im Tor unterbringen. Das macht er! 1:0. 59. Minute. Da holt er den Teuter mit vollem Risiko raus. Und wir können den 1:0 Treffer bejubeln. Das war einfach jetzt mal ein gut gespielter Konter. Vielleicht hat er da auch einen kleinen Stellungsfehler drin gehabt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Mir ist auch relativ Wurst jetzt. Es steht auf jeden Fall 1:0. Können wir den 2:0 hinterherlegen? Das wäre natürlich stark, aber da hätte ich vielleicht direkt abziehen sollen. Da wäre die Chance wahrscheinlich höher gewesen auf einen Treffer. So gibt es nur eine Ecke, aber die kommen ja eigentlich immer relativ gefährlich. So auch diese leider nicht von Erfolg gekrönt. So, Reniers, oder wie heißt er? Salem, ach, das war abseits, habe ich jetzt gar nicht registriert. Halbe Stunde ist noch auf der Uhr, jetzt muss er natürlich kommen. Gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal Almun Barak, nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal eine Flanke. Die kommt nicht, die kommt einfach nicht. So, Reniers, jetzt macht er natürlich, der scheint ein gutes Dribbling zu haben, der Kerl, aber läuft sich doch dann irgendwo fest. Lukassen, natürlich schöner Ball, ist aber einer für meinen Verteidiger. Und das war richtig, oh Gott, uiuiui, das muss nicht sein, aber das ist ein Ball für meinen Keeper, so sieht's aus. Langer Abwurf, kann er den? Den kann er. Was machen wir jetzt? Spielen wir jetzt mal einen Konter? Ja, spielen wir Bashar. Salem ist nicht der Schnellste. Barsha, lupfen wir, Traumtor. Barsha mit dem
2:0 und jetzt klingelt irgendjemand an der Haustür, aber das ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Da scheißen wir jetzt mal ordentlich drauf. Ignoriert diese Dreckshunde einfach. Ich hoffe, wenn ihr sie hört, vergesst es einfach. Ja, und jetzt fängt er hier an zu knüppeln, zu treten. 2:0. Spielen wir mal wieder kurz. Das ist gerade gut gegangen. Al-Mubarak, ja, gehen wir mal über die linke Seite, bringen eine schöne, langgezogene Flanke und das ist das 3:0 durch Salem. Jetzt fallen hier wenigstens doch noch Tore in diesem Spiel. Wunderbar. So gefällt mir das. Das war jetzt auch mal gut gemacht. Al-Mubarak schön die Flanke langgezogen. Der Keeper bleibt in seinem Kasten und dann, ja, köpfen wir ihn da irgendwie so drumherum. Also, das war schon nicht schlecht. Die Partie scheint jetzt auch durch zu sein, aber bei Ultimate-Team soll man sich nie sicher genug sein. So, Al-Mubarak, jetzt spielen wir hier mal kurz. Kann sich das jetzt noch ein bisschen Glück bleiben im Ballbesitz. Bascha und Njewelt. Njewelt holt sich den Ball. Salem, Al-Farai. Gehen wir einfach mal über die Seite. Müssen wir zurück. Wechseln wir einfach mal komplett die Seite. Lassen wir durch. Bringen auch hier eine Flanke. Die kommt leider nicht. Schade, jetzt ist immer natürlich ein bisschen offen durch diesen Seitenwechsel. Gehen wir einfach mal mit. Und dann haben wir auch den Ball. Hallo Taibi. Walpi. Spielen wir jetzt einfach ganz ruhig. Bascha. Hier den Ball auf Bahebri, da kann man jetzt mal in die Mitte ziehen und dann einfach mal eine Flanke schlagen. Das dürfte das 4:0 sein. Jawohl, wunderbar. Bascha steht da perfekt. Da macht es mir zu einfach und das nutze ich dann doch relativ gekonnt aus. Mir steht 4:0. Das war ein sehr schöner Treffer. Touch of Class, jetzt wird es dann doch deutlich. Jetzt irgendein Fernschuss. Jawohl, Junge, das war ja richtig Bombe. Das ist aber ein abgelassen, Junge. Dimensionsschuss. Van Polen, jawohl, Van Polen, Van der Hart, das sind echt geile Namen. Van Polen, Holländer, der heißt Van Polen, 1A. So, jetzt gehen wir hier nochmal mit Bar, spielen hier den Ball auf Al-Mubarak. Brechen wir ab, spielen den Ball hier in die Mitte. Dann, ach, da fehlt wieder der letzte Pass. Der letzte Pass fehlt. Ziehen wir den Verteidiger hier zurück, der lange Ball. Okay, müssen wir doch unseren Innenverteidiger rausschicken. Oder Al-Ghamdi, ne, Linksverteidiger, was? Das könnte einen Elfmeter geben. Ne, was gibt's denn jetzt? Ecke. Okay, Glück gehabt. Wir schreiben hier die... Ich würde eigentlich kein Gegenteil. Wir schreiben die 87. Minute mittlerweile. Nein. Schön, der Keeper ist auch noch da. Der Keeper ist auch noch da. Wunderbar, jetzt hält er hier aber... Jetzt zeichnet er sich hier nochmal aus. So kann es gehen. Oh, und wieder gehalten. Sehr lucky, aber erfolgreich. So, jetzt vielleicht noch mal Konter einleiten. Bahebri über die rechte Seite. Ah, scheiße gespielt. Aber Ballbesitz wieder. Ich spiele den Ball auf Bahebri. So, jetzt ziehen wir in die Mitte. Mal gucken, was er mit der Innenverteidigung gemacht. Legen wir zurück und machen ihn nicht rein. Oder? Doch, nee. Hey. Zum Kotzen, 90. plus 2 gibt es. 2 Stück gibt es oben drauf. Zweimal auf die Fresse. Wir warten hier auf den Schlusspfiff. Oder wir warten hier noch auf einen Treffer. Das sieht eine gute Position. Nee. Wird wohl nichts mehr mit dem 5:0, aber immerhin sind wir in der nächsten Runde dieses Cups. Das haben wir locker erreicht. Salem Bascha, Salem Bascha. Die beiden Stimmen haben es gerichtet als Bronze-Team. Und mal sehen, wie sich das Ganze im nächsten Part entwickeln wird, wenn wir dann im Viertelfinale antreten müssen. Und ja, da freue ich mich drauf. Und wir sehen uns dann zum Viertelfinale wieder, wenn nicht irgendwas anderes wirklich Wichtiges dazwischen kommt in Sachen Ultimate Team. Dann werden wir direkt die Viertelfinalpartie zocken. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.